Zielstrebig und resolut, so kennt man Erika Steinbach. Und diese Eigenschaften bekam heute einmal mehr das Präsidium des Bundes der Vertriebenen in einem Frankfurter Tagungshotel zu spüren. Denn die Entscheidung über die umstrittene Nominierung für den Stiftungsbeirat des geplanten Zentrums gegen Vertreibung ist kurzerhand verschoben worden. Der Ball wurde Richtung schwarz-gelber Regierung gespielt, so wie es Steinbach wollte. Wir glauben, dass die Bundesregierung jetzt ihre Hausaufgaben machen muss. Und wie das Ergebnis aussehen wird, daran lässt sich der Wert und der Status unserer Demokratie auch testen. Das Ganze ist schon eine Art Demokratietest, wie mit dem Selbstbestimmungsrecht eines Verbandes umgegangen wird. Erika Steinbach ist für viele Polen ein rotes Tuch. In einer polnischen Wochenzeitung wurde die CDU-Bundestagspolitikerin in einer Fotomontage in einer SS-Uniform auf dem Rücken von Gerhard Schröder gezeigt. Eine Versöhnung mit Polen scheint mit der Person Steinbach auch für Außenminister Guido Westerwelle nicht möglich zu sein. Die Tatsache, dass die von mir durchaus respektierte Frau Kollegin Steinbach Anfang der 90er Jahre gegen die Anerkennung der deutsch-polnischen Grenze gestimmt hat, damit gegen den Vorschlag der Regierung Kohl-Genscher gestimmt hat, ist natürlich auch in Polen auf sehr viel Kritik und Verwunderung gestoßen. Das BDV-Präsidium bekräftigte heute noch einmal, uneingeschränkt hinter Erika Steinbach zu stehen und zu ihrer Nominierung für den Stiftungsbeirat. Jetzt ist die Bundesregierung am Zug. Der Rummel um ihre Person geht somit in die nächste Runde.